schön, dass du da bist. Unser Tiny Talk Special im Rahmen des Sommerwerktraums, diesmal aus der Kalle Co-Werkstatt. Heute geht es um den IT-Standort Bremen. Wie attraktiv ist denn Bremen als IT-Standort? Danke für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, wir als Branchenverband wussten natürlich schon lange, dass Bremen ein wichtiger und attraktiver IT-Standort ist. Wir haben Ende letzten Jahres eine Studie in Auftrag gegeben, die uns jetzt auch vorliegt und die das auch nochmal schwarz auf weiß belegt. Wir haben, um jetzt nur mal ein paar Zahlen zu nennen, zum Beispiel stellen wir den drittgrößten Wirtschaftscluster in Bremen. Vor uns liegt die maritime Wirtschaft und der Automotive-Bereich. Und dann kommt eben die IT-Branche noch vor der Luft- und Raumfahrt. In den letzten 3 Jahren haben sich die Beschäftigtenzahlen um 25% erhöht in der Branche. Und was eben auch ganz wichtig ist und was dazu kommt, ist, dass IT ja nun schon lange nicht mehr nur in einer eigenen Branche stattfindet, sondern alle anderen Branchen durchdringt. Und wenn wir jetzt gerade maritime Wirtschaft und Automotive und Luft- und Raumfahrt gehört haben, all das sind Branchen, die ganz dringend auch auf IT-Fachkräfte angewiesen sind. Und das wird automatisch dazu führen, dass die Attraktivität des Standortes auch noch weiter wächst und wachsen muss. Das fängt dann schon bei der Schule und im Bildungsbereich an. Das ist gerade schon angesprochen, drittgrößter Wirtschaftsstandort in Bremen bzw. Wirtschaftsbereich ist die IT. Es werden immer mehr auch IT-Fachkräfte gesucht, nicht nur in Bremen, sondern auch national. Aber was kann jetzt gerade in Bremen passieren, damit eben auch beispielsweise durch Weiterbildung das unterstützt wird, dass wir mehr Fachkräfte bekommen, auch in der Ausbildung? Für uns als Netzwerk ist da die Antwort natürlich leicht. Wichtig ist ein gut funktionierendes Netzwerk zwischen Bildung, zwischen Forschung, zwischen Wirtschaft und auch Wissenschaft. Gerade in so einer schnelllebigen Branche wie unserer ist es für uns natürlich wichtig, dass wir da immer am Zahn der Zeit sind und die Trends nicht aus dem Blick verlieren. Und ich glaube, da sind wir manchmal alle noch so ein bisschen innovationsresistent. Für uns ist es jetzt ganz wichtig, und das ist auch ein Punkt, den wir uns als Verband auf die Fahnen geschrieben haben. Du hast ja gerade schon gesagt, Fachkräfte sind ein großes Thema. Für die IT ist es bisher immer noch so, dass es in der Regel eigentlich eher jungen Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss einfach möglich ist, in die Branche einen Einstieg zu finden. Und wir wollen nun ein Projekt starten, in dem wir auch Leuten, die irgendwie einen einfacheren Bildungsabschluss haben, die Möglichkeit geben, einen Einstieg in die Branche zu finden. Genau, du hast ja das Thema angesprochen gerade, ein bisschen innovativer sein, auch im Aus- und Weiterbildungsbereich. Das, was ihr da vorhabt, klingt ja auf jeden Fall innovativ, zu gucken, wie kriege ich so das Spektrum an Menschen, die auch im IT-Bereich arbeiten können, größer. Wie soll das konkret aussehen, das Programm? Das Programm hat sogar schon einen Arbeitstitel, das ist der digitale Assistent Informatik. Es gibt ja in Bremen und nicht nur in Bremen die vollschulischen Ausbildungen der Assistentenberufe. Für uns relevant ist der mathematisch-technische Assistent und der informationstechnische Assistent. Das ist eine 2-jährige Ausbildung, die komplett in der Schule stattfindet und dann im Rahmen dieser 2 Jahre ein 3-wöchiges Praktikum vorsieht. Und das ist sowohl für die Betriebe, die dann die Praktikantinnen aufnehmen, als auch für die Schülerinnen und Schüler selbst ein bisschen schwierig, in dieser Zeit zu gucken, passt das zusammen, ist das überhaupt was für mich? Und das wäre für uns ein Ansatzpunkt, dass wir eben diese Berufsbilder nehmen, die aufwerten, mit Sicherheit auch ein bisschen verlängern und so eben denen, die vielleicht kein Abitur haben oder keinen gymnasialen Abschluss, die Möglichkeit geben, zu gucken, ob das was für sie ist und so einen Einstieg direkt ins Berufsleben zu bekommen, wenn sie dann den digitalen Assistenten Informatik abgeschlossen haben. Ich habe ja auch in eurer Studie gelesen, dass ihr eben auch gerade nochmal gucken wollt, wie ihr so den Anteil an Frauen in der IT irgendwie unterstützen könnt, damit der eben auch weiter und weiter steigt. Was habt ihr da konkret vor? Wenn wir das Ganze schon angehen, ist es für uns auch ganz wichtig zu gucken, was sind eigentlich die Bedarfe von Frauen in diesem Bereich. Weil auch das ist, wie in vielen anderen Branchen, nach wie vor ein großes Ungleichgewicht. Wir haben aktuell ungefähr 28% Frauen in der IT-Branche. Das muss auf jeden Fall besser werden. Und das ist ein guter Punkt zu gucken, wie sind da eigentlich die Bedarfe und die Fähigkeiten, die Kenntnisse von Frauen und das direkt mit in dieses Berufsbild einfließen zu lassen. Jetzt haben wir ja kurz über das Thema eben auch Aus- und Weiterbildung gesprochen. In eurer Studie steht auch, dass Bremen ein KI-Hotspot halt ist. Können Sie Lilligenz, wo wir über das Thema Arbeitswelt der Zukunft auch schon gesprochen haben, wie verändert sozusagen auch aus deiner Sicht, aus der Sicht auch der Studie KI unsere Zukunft der Arbeitswelt? Das ist eine sehr gute Frage und ich muss sagen, dass ich auf dem Gebiet keine Expertin bin. Was allerdings die Studie ganz klar gezeigt hat, das hast du auch gerade schon angesprochen, und da haben uns die Ergebnisse wirklich überrascht.
ein Drittel der befragten Unternehmen haben angegeben, dass sie bereits Lösungen oder Produkte mit künstlicher Intelligenz entwickeln und die in ihrem eigenen Unternehmen nutzen. Und mit der Frage, wie das dann vielleicht die Arbeitswelt der Zukunft verändern könnte, ich glaube, dass künstliche Intelligenz vor allen Dingen routinierte Abläufe und eher so stupide Tätigkeiten übernehmen wird. Und so sich natürlich dann auch die Anforderungen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über kurz oder lang verändern werden. Ich würde das gar nicht so als Problem sehen, sondern eher als Chance, weil da, wo man einfache Aufgaben nicht mehr erledigen muss, hat man auch mehr Zeit für Innovation und für neue Entwicklungen.